Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Ihnen geht häufiger die Luft aus und Sie haben auch häufiger Husten. Und Sie haben bereits herausgefunden, dass es etwas mit der Lunge zu tun haben muss und nicht wegen der Luftnot, womöglich mit dem Herzen. Und Sie fragen sich jetzt, ist das jetzt Asthma oder ist das dieses COPD, diese zu Deutsch chronisch verengende Lungenkrankheit? Denn das ist dann ganz entscheidend später für die Therapiemöglichkeiten, die es für Sie gibt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Hans-Peter Hauber. Er ist Sektionsleiter Pneumologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie kommen konnten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Mensch, sagen Sie uns doch erst einmal COPD. Das klingt gefährlich. Was ist das eigentlich? Ja. COPD ist übersetzt ja die Chronic Obstructive Pulmonary Disease, also die chronisch, wie Sie schon sagten, verengende Lungenerkrankung. Und ist letztendlich ein Oberbegriff für die chronische Bronchitis und das Emphysem. Wobei beide Erkrankungen natürlich auch kombiniert vorkommen können. Was ist noch das Emphysem? Das Emphysem ist letztendlich ja ein Verlust von Lungenbläschen. Die kleinen Lungenbläschen gehen zugrunde durch Abbauprozesse, durch große Blasen. Und letztendlich ist es so, dass die Gasaustauschfläche abnimmt und die Patienten dadurch Luftnot kriegen. Ah, und wer kriegt sowas, diese COPD? 90% aller Patienten mit COPD, die wir sehen, haben geraucht. Also Rauchen ist sicherlich der wichtigste Risikofaktor hier bei uns. Es gibt seltene genetische Erkrankungen, zum Beispiel Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Das sollte einmal getestet werden. Und in anderen Ländern, beispielsweise in Entwicklungsländern, sind es die sogenannten Biostoffe, also Verbrennung von fossilen Brennstoffen bzw. auch am Herd. Das sind zum Beispiel die Frauen, die betroffen sind, weil die ganze Zeit am Herd sitzen und da diesen Rauch einatmen von Holz und Ähnlichem. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn ich zu Hause einen Kamin habe und den ab und zu mal anmache, dass ich dann deshalb diese chronische Krankheit bekommen kann? Da müssen Sie keine Sorgen haben. Sie müssen schon praktisch jeden Tag mehrere Stunden davor sitzen, um da eine COPD zu kriegen. Also Rauchen ist sozusagen einer der Hauptauslöser? Rauchen ist hier in Deutschland der wichtigste Risikofaktor und praktisch alle Patienten, die ich sehe mit einer COPD, haben geraucht. Was passiert da? Also beim Zigarettenrauch, den ich ja inhalieren würde, darauf kommt es ja sicherlich auch an. Warum beeinflusst der die Lunge auf diese Art und Weise? Also Zigarettenrauch hat ja eine ganze Reihe von Schadstoffen. Es sind sicherlich über 3000 verschiedene Stoffe, die im Zigarettenrauch sind. Und er inaktiviert physiologische Schutzmechanismen, also führt zum Beispiel dazu, dass die kleinen Flimmerhärchen nicht mehr so gut schlagen, dass sich also Schleim staut in den Bronchien. Und er führt dazu, dass eine Entzündungsreaktion in Gang gesetzt werden. Wir haben also eine chronische Bronchitis und die führt dazu, dass eben Lungenbläschen kaputt gehen. Und diese chronische Entzündung führt auch dazu, dass die Patienten eben dauerhaft Husten haben und darauf diesen Auswurf. Ja, jetzt könnte man sich ja sagen, naja, also je älter man wird, desto weniger Lungenvolumen hat man, die guten Jahre sind vorbei und Husten hat man auch mal. Aber ich glaube, bei COPD, das ist noch mehr, was dahinter kommt, oder? Das ist so eine Spirale? Das ist richtig. Ja. Es ist so, dass wir natürlich eine Abnahme des Lungenvolumens mit dem Alter haben. Wir altern, die Lunge altert natürlich auch, aber diese Abnahme des Lungenvolumens ist beschleunigt. Das heißt, die Patienten, die eine COPD haben, kriegen früher Luftnot, sprich Dyspnoe, so nennen wir das. Und zwar schon in einem Alter, wo man das eigentlich nicht erwarten würde. Wenn man davon ausgeht, dass ein Patient eine COPD nach ungefähr 40 Pack-Years entwickelt, kann man sich das ausrechnen. Ein Päckchen bedeutet eine Schachtel Zigaretten pro Tag. Nehmen wir mal an, ein Patient fängt an zu rauchen, vielleicht mit 15. Nach 40 Päckchen hat er somit 55 Beschwerden. Und das ist normalerweise ein Alter, in dem man noch keine Luftnot haben sollte, wenn man eine normale Lunge hat. Das geht ja auch meistens schleichend vor sich. Die Patienten berichten, dass sie zunächst sich nicht mehr so gut bewegen können, also vor allen Dingen bei Belastung diese Luftnot haben und dass die langsam zunimmt, bis es dazu kommt, dass sie keine Treppen steigen. Aha, das heißt, man kommt also die Treppe nicht mehr hoch. Genau. Und man wird wahrscheinlich körperlich auch immer inaktiver. Genau, das ist richtig. Die körperliche Aktivität nimmt natürlich ab durch die Luftnot. Die Patienten schonen sich und dadurch kommt es zur Dekonditionierung. Das heißt, der Trainingszustand wird noch schlechter und wenn man schlecht trainiert ist, kriegt man noch leichter Luftnot. Das heißt, die Patienten geraten in so einen Teufelskreis aus Inaktivität und Luftnot. Ja. Wenn es nachher um die Diagnose geht, da werden Sie ja dann wahrscheinlich auch abgrenzen müssen, diesen Verdacht, den Sie vielleicht haben beim Patienten, gegen andere Dinge, zum Beispiel gegen Asthma. Wie macht man das? Also kann man das auch selber schon unterscheiden, ob man Asthma hat oder ob man COPD hat? Als Betroffener ist es oftmals ganz schwierig, das tatsächlich zu entscheiden, insbesondere dann, wenn es in einem späteren Stadium, sprich im Erwachsenenalter, auftritt. Asthma ist ja klassischerweise eine Erkrankung, die mit anfallsweise Atemnot auftritt,
vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden, sprich nachts. Die Patienten wachen typischerweise nachts auf mit Atemnot. Vor allen Dingen dann, wenn sie Pollenallergien haben, zu Zeiten, wo die fliegen. Sie haben aber auch eben dazwischen Zeiten, wo sie überhaupt keine Beschwerden haben. Und das ist bei der COPD nicht so. Ein COPDist hat letztendlich immer Beschwerden, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber die Lungenfunktion, die Luftnot nimmt immer weiter zu. Das heißt, letztendlich, er ist nie völlig beschwerdefrei, wenn man ihn befragt. Das ist so ein erstes Merkmal der Abgrenzung. Ganz wichtig ist natürlich auch der Nikotinkonsum in der Anamnese. Mhm. Aber es ist natürlich manchmal schwierig, das wirklich genau zu differenzieren. Und es gibt auch durchaus Mischformen zwischen Asthma und COPD. Und mit, also wie stellen Sie die Diagnose mit Hilfe von Geräten? Genau. Die Diagnose der COPD wird gestellt durch die klinische Symptomatik, das heißt also Husten, Auswurf ganz typischerweise. Natürlich auch die Patienten berichten über diesen typischen morgendlichen Raucherhusten, den sie haben, und über eine Lungenfunktion. Das heißt, wir lassen den Patienten atmen und messen letztendlich die Lungenvolumina und können dort nachweisen, dass eine Verengung der Atemwege zustande gekommen ist. Ist das so eine Sache von einer Stunde, das zu unterscheiden, oder ist das eine längere Voruntersuchung? Das kommt darauf an, wenn es ein klarer Fall ist, Anamnese klar, klinische Symptomatik frei, Lungenfunktion klar, dann ist das eine Sache von 10 Minuten wahrscheinlich, beziehungsweise eine Viertelstunde. Oftmals braucht man aber tatsächlich den Verlauf, um genau zu differenzieren, ist das wirklich ein Asthma oder eine COPD. Es gibt noch ein paar andere Tests, um zu klären, ob zum Beispiel eine Überempfindlichkeit der Bronchien vorliegt, was ja ein Symptom fürs Asthma wäre. Aber die meisten Fälle kann man dann doch relativ schnell unterscheiden. Und wenn Sie dann festgestellt haben, dass es COPD ist, welche Therapiemöglichkeiten haben Sie denn? Also wir haben grundsätzlich zwei große Säulen der Therapie bei der COPD, die nicht-medikamentöse und die medikamentöse Therapie. Die medikamentöse Therapie, da geben wir Medikamente, um die Bronchien zu erweitern. Wir haben da zwei große Gruppen. Wir haben die kurz- und die langwirksam. Kurzwirksam heißt so innerhalb so eine Wirkung von 4 bis 6 Stunden. Die wirken sehr schnell. Das sind also Medikamente für den akuten Atemnotanfall. Und wir haben die langwirksamen, die über 12 bis 24 Stunden wirken, die als Dauertherapie genommen werden. Und letztendlich haben Sie zwei Möglichkeiten, um die Bronchien zu erweitern. Sie können sogenannte Beta-Mimetika geben, also Medikamente, die bestimmte Eiweißstrukturen, Rezeptoren aktivieren, wo dann die Muskulatur erschlafft und die Bronchien sich erweitern. Oder Sie können auf der anderen Seite Anticholinergika geben, das heißt Medikamente, die verhindern, dass sich die Muskeln kontrahieren. Und mit diesen beiden Medikamenten können wir die Bronchien weitstellen und die Atemnot erleichtern. Und das Medikament wirkt dann so lange, wie es eingenommen wird? Genau, das ist oftmals ein Fehler, den leider viele Patienten machen. Die nehmen das Medikament ein, bis die Dosierung bzw. der Inhaler leer ist und wundern sich dann, wenn sie den nicht mehr eingeben, dass die Atemnotbeschwerden wieder da sind. Letztendlich ist es ja eine chronische Erkrankung und es ist eine Dauertherapie, die ständig eingenommen werden muss. Ja, das heißt ja, dass es nicht heilbar ist eigentlich. Das ist richtig, die COPD ist nicht heilbar. Wir können die Symptomatik lindern, wir können verhindern, dass Exazerbationen, also akute Verschlechterungen entstehen und wir können dem Patienten helfen, dass sie wieder leistungsfähiger sind. Wir können sie aber nicht heilen. Der wichtigste Faktor, um dies aufzuhalten, ist natürlich der Rauchstopp, ganz klar. Patienten, ja, klar. Die rauchen, müssen damit aufhören. Und wir haben noch einige andere nicht-medikamentöse Möglichkeiten, zum Beispiel Trainingstherapie. Die Patienten sollen aktiv sein. Die COPD klaut den Patienten Muskelmasse durch die chronische Entzündung, die dort steht, und natürlich auch durch den Trainingsmangel. Aha, und je weniger Muskulatur da ist, desto kranker wird man ja dann eigentlich auch, weil dann ja auch bestimmte Funktionen einfach sich verändern im Körper. Genau, je weniger Muskelmasse haben, desto mehr Kraft brauchen sie, beziehungsweise desto mehr sind die Muskeln belastet und sie sind einfach untrainiert und kriegen schneller Luftnot. Ja. Also ist es wirklich so, um das nochmal festzuhalten, dass eine Beschädigung der Lunge nicht reparabel ist? Also dass man kann alles Mögliche mittlerweile ja am Körper immer austauschen, dann denkt man, Mensch, das muss doch auch für Lungenbläschen möglich sein, aber es ist nicht der Fall. Das ist leider nicht der Fall, genau. Ja. Wir können eine chronische Entzündung oder einen chronischen Schaden der Lunge nicht reparieren. Wir würden es gerne, können es aber nicht. Mhm. Es gibt natürlich andere Lungenerkrankungen, die folgenlos ablaufen, zum Beispiel Lungenentzündung, aber bei der COPD eben diese chronischen Entzündung, da können wir den Schaden, der einmal eingetreten ist, nicht wieder rückgängig machen. Ja. Wir können nur verhindern, dass der Schaden nicht so schnell eintritt. Und Sie sagten jetzt, also das ist eine Mischung aus Medikamenten, es geht um Sport, gut für die Lunge, gut für die Muskulatur, auch genau, weil man Muskulatur abbaut. Was noch? Man ist ja, wie schützen Sie die Menschen noch weiter, dass er seine Lebensqualität behalten kann? Mhm.
Es gibt noch ein Medikament, was zur Inhalation genommen werden kann. Das sind die Corticosteroide, also sprich Cortison, zum Inhalieren. In speziellen Fällen, wo Patienten häufig Exazerbationen haben, also häufig Verschlechterungen, die dazu führen, dass die Patienten ins Krankenhaus müssen. Da ist es so, dass inhalative Cortisonpräparate dieses verhindern bzw. die Rate dieser Exazerbation senken. Ich warne davor, das Cortison als Tablette einzunehmen. Das ist etwas für die akute Verschlechterung im Krankenhaus, aber sicherlich keine Dauertherapie. Viele Patienten berichten mir, dass es darunter erstmal besser ist, aber auf die Dauer führt die Cortisontherapie bei der COPD, ganz anders als beim Asthma, eben zu schwerwiegenden Schäden, sprich die Muskeln werden schwächer, Osteoporose tritt ein, die Patienten werden infektanfälliger und haben oftmals noch einen weiteren Muskelabbau. Ja. Thema Infekt spielt da sicherlich für Sie auch eine Rolle. Was können Sie da für den Patienten tun? Ganz wichtig, die Patienten sind infektgefährdeter. Mhm. Ja, es ist so, dass man mit einer vorgeschädigten Lunge sich schneller einen Infekt einfängt. Der Infekt ist in der Regel schwerer und er dauert länger. Was wir machen können präventiv ist die Impfung. Und da empfehlen wir ganz klar die Pneumokokkenschutzimpfung, also die Impfung gegen, landläufig genannt, die Impfung gegen Lungenentzündung. Und jedes Jahr die Grippeschutzimpfung, Influenza-Impfung, gerade jetzt haben wir ja eine große Grippesaison. Ja. Dennoch ist es ja eine Therapie am Symptom. Das ist richtig. Wir behandeln nur symptomatisch. Es gibt erste Ansätze, diese Entzündung zu unterdrücken. Da gibt es ein Medikament, was in speziellen Fällen eingesetzt werden kann, das sogenannte Roflumilast, das diese Entzündung hemmt, aber auch nicht dazu führt, dass Lungengewebe wieder aufgebaut wird. Genau. Man hört ja immer wieder von Sauerstofftherapien. Können Sie uns erklären, was dahinter steckt? Ja, viele Patienten, die in einem fortgeschrittenen Stadium der COPD sind, haben eben so schlechte Lungenwerte bzw. so wenig Gasaustauschschwäche, dass der Sauerstoff, den wir aus der Luft aufnehmen, nicht mehr ausreicht, um das Blut adäquat damit zu versorgen. Wir können das messen mit einer sogenannten Blutgasanalyse. Dann nimmt man einen Tropfen Blut aus dem Ohrläppchen und prüft, wie viel Sauerstoff da drin ist. Und wenn der erniedrigt ist, kann man den Patienten Sauerstoff verordnen. Das ist in der Regel über so eine kleine Flasche, die man entweder in einem Rucksack trägt oder in einem Wagen oder zu Hause hat. Und darüber wird eben letztendlich der Sauerstoffgehalt in der Umgebungsluft künstlich gesteigert, sodass der dann wieder ausreicht, um das Blut genug mit Sauerstoff zu versorgen. Das heißt also, man kann dadurch nicht besser atmen, sondern man nimmt mehr Sauerstoff pro Atemzug auf. So, das so ist richtig. Das ja, viele Patienten berichten auch, dass sie dadurch besser atmen können. Ja. Aber leider ist es so, dass der Sauerstoffgehalt im Blut, die Sauerstoffsättigung, ganz schlecht mit dem Luftnotempfinden korreliert. Luftnot bei dem COPDisten oder bei COPD-Patienten entsteht durch die Anstrengung der Atemmuskulatur, durch diese Verengung der Atemwege. Ja. Und viele Patienten profitieren aber vom Sauerstoff, dass sie sagen, tatsächlich dadurch kann ich besser atmen, weil sie auch ruhiger atmen. Und natürlich ist eine dauerhafte Sauerstoffunterversorgung auch schädlich fürs Herz. Ja, was angenommen, ich würde mich zu so einer Sauerstoffbehandlung entscheiden. Das hört sich ja erstmal an nach einem Mittel der Wahl, das viele Dinge dann aufschiebt und erstmal besser macht. Ja. Womit bezahle ich das? Also wie wird mein Leben damit sein, mit der Sauerstofftherapie? Also erstmal ist es so, dass es klare Richtlinien gibt, wer überhaupt eine Sauerstofftherapie kriegen kann. Man muss schon nachweisen, dass der Körper unterversorgt ist mit Sauerstoff. Wenn dem so ist, kann man das ganz normal verordnen. Sie haben eine gewisse Einschränkung in Ihrer Mobilität. Auf der anderen Seite haben Sie die ja oftmals schon vorher, weil Sie so schlecht sind von der Sauerstoffsättigung, dass Sie sich sowieso nicht mehr bewegen können. Das heißt, Sie kriegen je nachdem entweder einen Sauerstoffkonzentrator, der also die Umgebungsluft anreichert, oder Sauerstoffflaschen und auch kleines Wägelchen oder einen Rucksack und werden dadurch mobiler. Sie müssen aber immer jemanden haben, der das wieder nachliefert. Oder zum Beispiel, wenn Sie verreisen, müssen Sie sicher sein, dass Sie dort am Ort auch eine Sauerstoffversorgung haben. Mhm. Wir haben zum Glück in Deutschland ein sehr gutes Netz von Firmen, die Sauerstoffversorgung machen. Das ist in der Regel kein Problem, auch in vielen europäischen Ländern. Manchmal ist es ein Problem, wenn Sie verreisen wollen und fliegen. Denn durch das Fliegen, da ist ja der Druck so hoch in der Kabine wie auf einem 1000 Meter hohen Berg ungefähr. Das kann manchmal ein Problem machen, aber viele Airlines sind da auch sehr kulant, beziehungsweise wenn man da vorher anruft, kann man das auch regeln. Was ist mit dem Rauchen? Rauchen ist eine absolute Kontraindikation für Sauerstofftherapie. Also wir verordnen keine Sauerstofftherapie bei Rauchern, weil letztendlich die Brand- und Explosionsgefahr zu hoch ist. Ich habe schon Patienten gesehen, die mit Sauerstoffbrille geraucht haben und sich dann das gesamte Gesicht verbrannt haben. Also das kann man nicht machen. Also wenn man die Aussichten und die Therapiemöglichkeiten so hört,
über COPD, dann würde ich mir als eingefleischter Raucher doch sagen, Mensch, also da gehe ich einen schweren Weg, wenn ich das jetzt erstmal diagnostizieren lasse, da gehe ich doch besser erst gar nicht hin. Ja. Was sagen Sie solchen Patienten? Ja, das sage ich, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja. Es ist so natürlich, dass viele Patienten den Gang zum Arzt scheuen und auch sich so arrangieren mit der Einschränkung, die sie haben. Die sagen dann, es geht mir ja gut, ich sitze zu Hause, gucke Fernsehen, rauche eine und mehr brauche ich ja gar nicht. Und erst wenn es wirklich schwer ist und sie gar nicht mehr können, sehen sie eigentlich, wie krank sie sind. Ich würde jedem Raucher sagen, erstens, dass er aufhören soll zu rauchen. Das ist schwierig für die Raucher, das weiß ich selber, weil durch das Rauchen natürlich gewisse Stoffwechselvorgänge im Gehirn beeinflusst werden, sodass diese Sucht entsteht. Und wir wissen auch, dass es gibt erste Daten, dass eine frühzeitige Therapie oftmals den Verlauf der Erkrankung und die Prognose verbessert. Sodass man durchaus versuchen sollte, sobald das Probleme macht, dann eine Diagnose zu haben. Man darf ja auch nicht vergessen, neben der COPD, also der Lungeneinschränkung, gibt es natürlich auch noch andere sogenannte Komorbidite, also Erkrankungen, die dabei auftreten können. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch der Lungenkrebs. Raucher haben sehr viel erhöhtes, höheres Risiko. Ja, genau. Vielen Dank für die interessante Information. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!